Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Die Rehbach ist immer noch unsere Karte, aber vielleicht auch nicht mehr so lange. Ja, nach dem Update ist vor dem Update oder wie auch immer. Wir werden sehen. Jedenfalls bin ich jetzt hier mit dem Manitou unterwegs oder ich lasse unterwegs sein mit dem Manitou, denn wir werden auf jeden Fall unbeirrt erstmal weitermachen hier auf der Rehbach und weiterarbeiten. Und das heißt, wir werden mal langsam beginnen, hier unsere Textilproduktion zum Laufen zu bringen. Und deswegen geht dieser Manitou jetzt auf Reisen zu unserem wunderschönen Hirtenhof. Und da sind sie ja, die Schäflein, die Wolle liefern, damit wir dann langsam aber sicher in die Produktion gehen können, um eben dann Material herzustellen, nämlich Stoffe. So, gehen wir also in die nächste Produktion hier. Und jetzt haben wir tatsächlich hier einen Gabelstapler, um einfach nur 2 Meter die Palette zu transportieren, in Anführungszeichen. Also wir werden sehen, wie, was und wo und überhaupt. So kleines bisschen hier mal zusammen. Dann machen wir ein bisschen Licht ans Fahrrad und dann hier. Okay. Weil das ist sozusagen unsere erste Palette. Und damit fahren wir jetzt hier rum. Und fahren hier rein. Okay. Okay, und dann denke ich, wird hier drauf abgestellt und dann sollte gut sein. Ja, also er nimmt die sogar schon. Und das heißt, wir können unsere nächste Produktion hier auf der Rehbach anwerfen. Oh, Silage. Ja, die Produktion habe ich auch angeworfen. So, hier Stoff. 1000 Liter Stoff. Und lass laufen. Wir werden das Ganze auch behalten. Denn ich habe ja extra den Manitou genommen, weil der auch ein bisschen flotter ist. Das heißt, da können wir im Zweifel auch 2 Paletten Stoff mit dem wegbringen. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Oder wir kommen dann einfach mit unserem Krone, mit dem Anhänger. Und dann hat er auf jeden Fall auch die Möglichkeiten, hier Paletten zu transportieren. So, den hier packen wir auch. Ich versuche das mal hier aus der Innenansicht. Geht das? Kriege ich das hin? Naja, sagen wir mal so, es funktioniert auf jeden Fall so weit, dass ich die Palette aufgenommen habe. Auch wenn ich nicht Yogi-Spezial hier bin. Kriegen wir zumindest das hin. Das geht soweit. So, und wir müssen ja auch nur dahin fahren und nichts groß ablegen. Der schnappt sich dann den Ballen, geht in die Produktion und irgendwann wird da drüben dann Material erscheinen. Hervorragend. So, da kommt auch schon ein bisschen was hier aus dem Band raus. Okay, und dann haben wir wieder kräftig Material zu verarbeiten bzw. auch zu verkaufen und Textilien. Lass mich mal schauen. Stoffe bringen. Ordentlich. Hoppeljopp, auf und davon. Hier 11.000, 12.000. Also Leute, damit kommt hier richtig Geld rein. Und das ist auch nötig. Denn ihr seht es ja, wir haben nur noch 11.000 und 250.000 Euro Schulden. Deswegen habe ich mir jetzt auch den Stapelgabler nur gemietet für knappe 350 dann am Arbeitstag. Und wenn wir bedenken, dass der ja 35.000 kostet, okay. So, ja, ihr macht es gut. Hervorragend, wir haben genügend Material. Dann schauen wir mal. Ja, hier, der ist auch schon wieder fertig. So, hier bin ich nämlich in der Zwischenzeit kräftig am Düngen. Ihr seht es, gute Werte. So, Kalk muss ein bisschen nachgesteuert werden. Wir schauen mal kurz ins Kärtle. Ja, ich glaube, das sieht gut aus, da müssen wir gar nicht mehr machen. Dann können wir tatsächlich hier gleich in die Aussaat gehen. Die Drille steht bereit mit dem Deutz und da soll jetzt Soja drauf. Ich habe mich für Soja entschieden. Denn die Alternative wäre Mais, aber Mais braucht natürlich eine Direktsaatmaschine, die wir jetzt gerade nicht haben und uns auch nicht leisten wollen. Und eine Einzelkornmaschine und nicht Direktsaat. Eine Direktsaat haben wir ja hier mit der Köckerling, aber halt eben für Weizen, Soja, Raps und Ähnlichem. So, jetzt muss ich wieder gerade überlegen, wo hatten wir denn eigentlich das Fass drin? Ja, stimmt, das war hier drin. Weil die Folge ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, die letzte, denn mittlerweile hatten wir unseren Multiplayer und was soll ich sagen, es ist fast so gekommen, wie ich es befürchtet hatte. Ja, eine Sekunde vielleicht zu früh gedrückt auf Update, bevor die Warnung angekommen ist von meiner Seite aus, nicht abzudaten, aber macht nichts.
tut nichts zur Sache. Wir werden auf jeden Fall den Multiplayer weiterspielen. Und zwar in der Version dann 1.3, in der aktuellen Version vom Kollegen. Aber jetzt werden wir erst noch ein paar Ballen hier einwerfen. Also vom Kalle, der ja mittlerweile die Rehbach wieder mal abgedatet hat. So wie ich auch hier den Lindrak abgedatet habe. Insofern, als ich da hinten jetzt ein 2300 Kilo Gewicht draufgepackt habe, das davor war ein 1500er, weil der ist echt bös geschwommen. Aber was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? So viel besser wird's nicht. Ich gehe mal hier richtig rein, damit einfach der Hebel ein anderer ist. Ja, komm, komm, komm. So, aber ihr seht auch, wie der runtergeht. Also man muss jetzt auch dazu sagen, ein Ballen hat 890 Kilo. Also das heißt, wir haben hier jetzt locker 1,8 Tonnen auf der Gabel. Großzügig, wie wir sind. Haben aber 2,3, haben hinten auch noch Radgewichte. Und trotzdem muss er ganz schön kämpfen. Ich glaube, es ist einfach zu viel Hebel vorne. Es ist zu viel Hebel. Ich bin mir nicht sicher, haben wir den etwas längeren? Also ich meine, das hat sich schon wieder ein bisschen komisch angehört, gell? Ich meine natürlich, Ding. Ja, wo ist er denn, der Frontlader? Der Quicke Q4M. Q4M. Ist das der kleinste? Quicke Q3M, ne? Den gibt es noch ein bisschen kleiner. Okay. Ja. Ja, ich habe nämlich die Befürchtung, dass der eigentlich, glaube ich, ein bisschen zu lang ist für den Lindrak. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, wir machen hier noch ein bisschen Geld. Wir machen noch ein bisschen Geld. So, 11.52 Uhr, da bin ich mal gespannt, wenn jetzt dann gleich hier verkauft wird. So, wir gehen hier richtig rein. Ja, komm, anheben. Oh, ja, der hängt aber auch immer. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Ballenspieß auch ein bisschen blöde ist. Aber ich kann mal versuchen, ob wir den mittig kriegen. Also muss ich gerade nochmal schauen, ist die Produktion an? Nee, die Produktion ist natürlich nicht an. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir da mittig reingehen, kriege ich den Ballen dann trotzdem aufgespießt. Nee, nee, der ist nämlich genauso breit. Der ist breiter als die Ballen. Ja, das ist echt ein wenig blöd. Ich glaube, ich brauche da einen anderen Spieß. Ich muss da mal gucken. Ja, wenn man so ein bisschen kippt, dann ist besser. Aber da muss ich aufpassen, dass man natürlich der Ballen nicht runterfällt. Oh, ich liebe diesen Lindrak. So, komm, schmeiß hin. Ja, wir können natürlich auch so machen. Also wie gesagt, jede Menge Gewicht und trotzdem eiert er hier rum. Also rennen können wir damit keine fahren. So, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, der klebt immer so ein bisschen am anderen. Aber er hat jetzt wenigstens hinten etwas mehr Grip. Er rutscht nicht so weg, ne, wenn man hier... Aber er wackelt und wackelt und wackelt. Also spannende Geschichte. So. Okay. Das sind die letzten Ballen. Die anderen sind ja eingetütet. Die müssen erstmal gären. Okay, und dann können wir nämlich schon mal anfangen. Und dann können wir schon mal anfangen, mit der Drille zu arbeiten und Soja auszusäen. Ja, das muss ja auch raus. Und weg damit. Sehr schön. Ja, könnte ein bisschen zügiger sein, ne? Der Frontlader, er könnte ein kleines bisschen zügiger arbeiten. Aber nun gut. Ich bin trotzdem überlegen, ob wir doch zukünftig wieder mit dem Klaas arbeiten. Der Klaas hat es deutlich besser gewuppt. Ist halt auch eine Nummer größer, muss man halt auch so dazu sagen. Okay.
So, bevor wir mit der Drille losmarschieren, schauen wir mal ganz kurz rein, wie es unseren Tieren geht, weil vielleicht brauchen wir da doch noch den einen oder anderen Ballen. Naja, der Strohball liegt noch drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob der gut liegt. So, wo sind sie denn? Ah, ja, da müsste man eigentlich noch ein bisschen was tun. Ja, da ist alles im grünen Bereich. Stroh ist genug. Naja, gut, also jetzt warten wir mal. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, ob der Ballen auch abgearbeitet wird. So will ich es mal formulieren. So, was hat er denn? 372. Ja, der wird weniger. Sehr schön. Dann springen wir mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er doch. Motor an. Ah, jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das wieder am geschicktesten machen. Wir fangen da oben an. Auf Soja habe ich bereits eingestellt. Und jetzt sehe ich gerade, dass das Ding ja komplett kaputt ist. Das muss ja erstmal in die Werkstatt. Ist ja nicht zu fassen. Wir sind ja im roten Bereich. Der fällt mir ja fast auseinander. Heiliges Blechle. Jetzt aber schnell, schnell, schnell. Nicht, dass hier auf der Straße jetzt noch Schrauben und Muttern liegen. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber ich überlege gerade, war der Deutz? Der Deutz war, glaube ich, gebraucht, gell? Naja. Ja. Die Köckerling hatten wir eigentlich. Naja, das ist der Deutz. Der ist total. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, reparieren für 10.000. Oh, das tut weh. Ah. Ist tatsächlich gerade Silage verkauft worden. Ja, das hat ja wieder gepasst wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Yep. Schauen wir mal. Und zwar hier bei, was haben wir denn gekriegt? Ja, natürlich verkaufte Produkte 36.000. Also das hat sich ja wieder gelohnt. Gerade rechtzeitig, weil ich glaube, vorher hatten wir nur 11.000 noch drin hier. So, Dele. Sehr schön. Da machen wir mal kurz ein Thumbnail. Das kann nie schaden. Vor allen Dingen, wenn man einen Deutz drauf hat. Dankeschön. So, und jetzt raus aufs Feld und Geld verdienen. Naja, ich meine, im ersten Moment wird hier Geld erstmal rausgeblasen. Erstmal kostet das uns. So, dele. Und dann packen wir nämlich hier aufs Feld jetzt so, ja. Und dann haben wir nämlich genügend Grasfelder eigentlich. So, jetzt mal ein bisschen dicht dran. So. Hoch. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Habe ich denn Fruchtzerstörung an? Ich weiß es gar nicht. Augenblick, Augenblick. Wir schauen mal. Nicht, dass ich das doch wieder mal irgendwann rausgenommen habe. Ach, natürlich, klar, sicher. So, so, so. Wir machen natürlich mit Fruchtzerstörung. Jetzt muss ich gerade mal gucken, gell? Ich komme hier nicht auf den Weg, ne? Da ist nämlich der Feldrand. Ja, ja, da ist nämlich schon der Feldrand. Der ist schon ein bisschen arg knapp dicht dran hier am Feld. Beziehungsweise der Maprand, nicht der Feldrand, der Maprand. So, jetzt überlege ich nur, macht das so überhaupt Sinn? Okay. Ja, machen wir so, dass da Reifen und Maschine an und los geht's. Sehr schön. Und dann gucken wir mal links unten auf die Karte. Und dann schauen wir, dass wir genau 180 haben. Ansonsten orientieren wir uns wieder am rechten Kotflügel. Am Feldrand und der rechte Kotflügel. Das müsste so ungefähr passen, ne? Hervorragend. Ja, wieder ein bisschen rein. Sehr schön. Jo, ja, also wie gesagt, Multiplayer am Mittwoch und es hat sich herausgestellt, dass leider der Daniel ein kleines bisschen zu früh auf den Update-Knopf gedrückt hat. Es waren vielleicht wirklich nur Sekunden und das heißt für uns, dass wir uns gesagt haben, das gesamte Team Rehbach, wir werden nochmal anfangen. Und eben mit der neuen Version, mit der 1.3, wo ja jetzt mein Hof, den ich ja spiele im Multiplayer, nämlich der Aussiedlerhof, der wurde komplett überarbeitet.
Und der sieht richtig cool aus. Der ist richtig cool. Und da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Aber jetzt haben wir natürlich folgendes Phänomen. Wenn wir natürlich die neue Rehbach runterladen, dann wird hier ja höchstwahrscheinlich das Ganze hier leider nicht mehr funktionieren. Ich weiß es nicht. Natürlich schreibt der Kalle rein, neuer Spielstand erforderlich. Aber jetzt habe ich doch tatsächlich gehört in einem Chat, dass wohl jemand auch den Rehbach weiterspielen konnte in der Version 1.3 mit seinem alten Stand. Also ich weiß es nicht, wir werden es ausprobieren, wir werden es testen. Ich werde jetzt natürlich, weil ich spiele auf der Blaze, ich kann leider nicht mit verschiedenen Varianten hier arbeiten von der Map. Ich werde jetzt dann das Ganze updaten, wir werden den Server updaten, werden dann auch jede Menge Mods runterwerfen. Denn wer unser Multiplayer-Projekt ja gesehen hat, der hat ja auch mitbekommen, dass wir auch ein bisschen Probleme haben beim Einstieg, dass wir Phänomene haben, dass dann die Tierchen nicht da sind oder es lassen sich Tore nicht öffnen oder ja, verschiedenes halt oder die Ballen sind nicht zu sehen. Und wir hoffen jetzt mal, dass wir durch die neue oder durch den Start, durch den neuen Start, wo dann auch der Daniel mit dabei ist, der ja den ursprünglichen, den allerersten Starthof noch hatte von der Rehbach, der wird nämlich den Eichenhof besetzen und wir werden dann alles so ähnlich machen und fangen aber praktisch wieder bei Null an, aber jetzt haben wir ja auch die Spieler und somit können wir praktisch sagen, dass das vorher ein kleiner Testlauf war, der gut funktioniert hat. Auf jeden Fall dufte Truppe, die hier da zusammengekommen ist mit den Kollegen und da freue ich mich drauf und da werden wir das Ganze nochmal neu starten. Unter dem alten Namen natürlich, ohne Plan, aber mit Elan und das wird bestimmt eine spannende Sache, wenn wir die Rehbach spielen. Zu sechst auf dem PC, auf der PlayStation 5, auf der PlayStation 4 und da bin ich echt mal gespannt, wie das alles funktioniert. Aber ich fand auf jeden Fall, dass das alles hervorragend funktioniert hat, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben, uns gegenseitig geholfen haben und mal schauen, was so die Zukunft bringt und mit Sicherheit sind so Projekte wie zum Beispiel Kartoffel... Halt! Wo fährt denn der jetzt hin? Oh nein! Oh Gott, falscher Knopf gedrückt. Falscher Knopf gedrückt. Das ist, wenn man sich halt unterhält. Jetzt haben wir hier, sind wir ja voll ins Feld reingefahren. Naja, okay, dann ist es halt so. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Dann ist es halt so. Kleiner Unfall hier. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dass wir natürlich dann eventuell im Multiplayer ein paar richtig coole Projekte machen. Ich denke so an natürlich Häckseln, natürlich Kartoffeln und vielleicht eben diese Geschichte mit dem Stroh. Muss ich mal schauen, weil das bietet sich fast ebenfalls an, dass man das im Multiplayer dann macht. So, Dele. Dann mache ich wieder hier einmal natürlich das Vorgewende. Ohne hier nochmal ins Feld reinzufahren. Das passiert ja halt, wenn du sagst, mit Fruchtzerstörung. Aber das wäre jetzt gar nicht mal der Fall gewesen, sondern ich bin echt, da habe aus Versehen natürlich hier den Helfer eingeschaltet und der hat Gas gegeben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, dann wächst jetzt halt an der Stelle noch ein bisschen Soja. Hervorragend. So, der fährt aber ein bisschen komisch hier um die Kurve rum. So. Sehr schön, sehr schön. Jo. Dann spielen wir also zukünftig die Rehbach im Multiplayer und sollte hier der Singleplayer dann tatsächlich nicht mehr funktionieren. Ja, dann bin ich auch am Überlegen, ob ich dann nochmal die Rehbach von vorne anfange oder ob wir dann doch auf ein anderes Projekt dann umsteigen. Da gibt es ja noch ein schönes, da gibt es ja noch eine schöne Map, eine neue aktuelle vom Kalle. Die am Deich, mehr will ich gar nicht verraten. Aber dann schauen wir mal, ob wir das machen. Falls eben dann hier der Spielstand von der Rehbach tatsächlich nicht zu reaktivieren ist mit dem neuen Hof. Ich habe ja sofern ein bisschen die Hoffnung, dass es eventuell klappt, weil wir ja da oben an dem Hof nichts gemacht haben. Und im Gegensatz jetzt natürlich zum Multiplayer.
Aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn halt heißt, neuer Spielstand, dann braucht man eben auch ab und zu einen neuen Spielstand. Und es ist natürlich auch die Frage, ob das halt funktioniert, wenn man auf dem PC spielt oder eben auf der Konsole. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, dann fahren wir hier nochmal rum. Dann haben wir eigentlich genügend Vorgewände. Dann können wir dann anschließend den Helfer wieder marschieren lassen. So, diesmal passe ich aber auf. So, ein kleines bisschen sind wir... Ja, es hat nicht... Ist nichts passiert? Nichts passiert. So, Dele. Noch einmal rückwärts hier mit dem Deutz. Und dann muss ich mal schauen. Ich glaube, Soja braucht auch... Ah, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Kann es sein, dass Soja eigentlich so gut wie gar kein... Stickstoff braucht, beziehungsweise Dünger. Schauen wir mal. Dann sind wir weiter. Weil dann könnte ich nämlich in der Zwischenzeit schon mal den Fendt holen, zum Beispiel. Damit der uns hier düngt. So, ich spring mal raus. Dann schauen wir uns das an. Stickstoff 100. Und eigentlich braucht... Soja gar nichts. Hervorragend. Das heißt, erwarteter Ertrag 120, 125. Hervorragend. Natürlich wird hier Unkraut wachsen, das sehen wir, und es müsste noch gewalzt werden. Aber das soll uns weiter nicht stören. Was hat er denn jetzt hier wieder gemacht? Ach, Leute. Das kann ich ja alles gar nicht im Radio zeigen. Das ist echt wieder so eine Sache. Freunde, ich lasse euch hier jetzt erstmal dann wieder so weit alleine. Denn wir werden sehen. Ich werde sehen. Ich muss es ausprobieren. Ich weiß nicht, was es bringt. Eventuell war das heute die letzte Folge Rehbach. Aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, was das ganze Update hier jetzt bei mir auf der PlayStation bewirkt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Freunde, das soll es gewesen sein. Erstmal wieder für diese Folge. Und ansonsten dürft ihr natürlich gerne zuschalten, wenn wir wieder live unterwegs sind, im Stream montags auf der Oberschwaben vom Yogi oder natürlich am Donnerstag die Alteiche vom Kalle. Das Projekt läuft weiter und am Mittwoch ist es dann soweit. Am 19.30 Uhr geht's auf die Rehbach im Multiplayer mit 6 Höfen, mit 6 Playern und mit verschiedenen Systemen, und da wird's richtig wieder Action geben ohne Ende hier auf der Rehbach. Freunde, während hier jetzt unser Deutz vorbeizieht und wunderbar das Feld hier jetzt zur Aussaat fertig macht und hier Soja ausbringt, sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.